Hallo werte Makita-Freunde, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu diesem neuen Akkuschrauber-Test von Makita und zwar heute mit einer Besonderheit. Genauer gesagt geht es heute um den neuesten und stärksten 18 Volt Akkuschrauber von Makita und zwar um den neuen 486er. Wie man erkennen kann, aktuell hier vor uns in der Bohrschrauber-Variante, also der DDF 486Z. Dieses Schätzchen schafft nämlich nun bzw. soll im harten Schraubfall bis zu maximal 130 Newtonmeter aufbringen und genau dafür habe ich mir gleich einmal neue Schrauben bestellt und zwar 12x600mm Vollgewinde von Spax, welche wir heute einmal im Test mit diesem Schrauber hier versenken werden. Mal sehen, ob er es wirklich schafft und mal sehen, was dieses Teil überhaupt noch zu bieten hat. Deswegen würde ich sagen, lasst uns gleich starten. Also falls noch nicht geschehen, dann auf jeden Fall diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise findest du natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und damit los geht's nach dem Intro. Ja, bevor nun gleich die ersten wieder abschalten, weil sie denken, warte mal, dieses Gerät habe ich doch schon einmal in einem ausführlichen Video von dir gesehen, beziehungsweise besitze ich vielleicht sogar selbst, sei gesagt, das hier ist der DDF 481 und diesen habe ich schon einmal ausführlich vorgestellt und das hier ist die neue Version, beziehungsweise der Nachfolger mit mehr Drehmoment und mehr Leistung. Und beide sehen sich natürlich sehr, sehr ähnlich, aber im heutigen Video geht es hier um die neueste Version, den DDF 486 von Makita. Auf der rechten Seite hingegen sehen wir den bisher stärksten Akkuschrauber von Makita, den DDF oder den DHP 481 mit soliden 115 Newtonmetern. Und hier nun der neue und genau diesen schauen wir uns im heutigen Video einmal ausführlich an. Ach ja, und falls du das Video von dem DHP 481 noch nicht gesehen haben solltest, kannst du dir dieses natürlich ebenfalls noch einmal anschauen. Ich werde es dir gleich einmal einfach als halber hier oben rechts auf der Infokarte mit verlinken. Im heutigen Video geht es aber um den stärksten 18 Volt Akkuschrauber von Makita und zwar nicht um den DDF 481, sondern um den DDF 486, also genau den hier. Und ich würde sagen, wir starten gleich einmal mit dem Lieferumfang. Also, was gibt es nun hier zu sehen? Wer hätte es gedacht? Ganz oben natürlich die Bedienungsanleitung für den Akku-Bohrschrauber und darunter die Garantiebedingungen bzw. Sicherheitshinweise. Weiter geht es mit dem eigentlichen Bohrschrauber, wobei wir hier noch natürlich den zusätzlichen Handgriff sehen können. Und außerdem, wie erkennbar, das gesamte Zubehör ist hier der Umwelt zuliebe nicht in Plastikfolie eingepackt, sondern hier scheinbar in Backpapier oder dergleichen. Des Weiteren auch in dieser Ecke natürlich eine kleine Tüte mit Zubehör. Und zwar, was verbirgt sich hier drin? Wer hätte es gedacht? Zum einen natürlich der Gürtelclip, zwei Bits und hier den Bithalter, der am Akkuschrauber montiert werden kann. Und nun final der eigentliche Akkuschrauber, der stärkste von Makita im 18 Volt Format, der DDF 486. Außerdem, für alle, die es interessiert, hier unten auf der Tüte befindet sich auch noch einmal ein kleines Zeichen mit diesen beiden Pfeilen, also dem Kreislauf, und es heißt Papier. Nun aber zurück zum eigentlich stärksten Akkuschrauber von Makita, und zwar dem 486er. Diesen werden wir uns nun also einmal im Detail anschauen. Fangen wir an beim Ersteindruck. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu überhaupt noch etwas sagen muss, denn auch dieser Akkuschrauber ist natürlich Makita-typisch verarbeitet. Bedeutet, wenn wir uns diesen einmal etwas näher anschauen, sieht man schon, das gesamte Gerät ist wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben hier keine scharfen Kanten oder dergleichen und auch die Spaltmaße sind hier wirklich größtenteils alle identisch. Genauso auch vom Anfassen, wenn man das Gerät hier in der Hand hält, macht es wirklich einen sehr, sehr robusten und soliden Eindruck, genauso eigentlich wie der Vorgänger. Apropos Vorgänger, hier noch einmal der DHP 481. Im heutigen Video geht es ja wie gesagt ausschließlich um diesen hier. Trotzdem, falls eurerseits Interesse besteht, dann kann ich natürlich hier noch einmal ein Vergleichsvideo zwischen diesen beiden Modellen machen. Trotzdem, visuell gesehen, sind beide wirklich mehr als identisch. Also ganz ehrlich, hier müsste man wirklich zweimal hinschauen, damit man sieht, welcher welcher ist.
Dennoch ein paar kleine Unterschiede zwischen diesen beiden Modellen sind schon vorhanden, denn am DDR486 hat Makita natürlich ein paar kleine Sachen optimiert. Und genau diese werden uns natürlich jetzt einmal anschauen. Fangen wir an bei dem Handgriff. Dieser ist, wie auch bei den meisten Akkuschraubern von Makita, wahrscheinlich identisch und sehr ergonomisch bzw. rutschfest. Wie man erkennen kann, der gesamte Handgriff ist hier schön großflächig gummiert bzw. auch leicht geriffelt an den wichtigsten Stellen, damit wir auch hier eine schön hohe Rutschfestigkeit wiederfinden. Wie man erkennen kann, befindet sich außerdem ungefähr mittig hier im Handgriffbereich der Schwerpunkt des Akkuschraubers. Bedeutet, auch hier ist dieser entsprechend gut austariert und man kann länger problemlos mit diesem Gerät arbeiten, ohne dass man hier ständig dann nachkorrigieren muss. Ganz klar, ich weiß, man kann nicht sagen, dass dieser Akkuschrauber hier unbedingt leicht ist. Trotzdem, ich würde sagen, in Bezug auf die Leistungsklasse von 130 Newtonmetern geht das Gewicht auf jeden Fall in Ordnung. Man muss natürlich sagen, hier unten dran ein großer 5 Amperestunden mit 18 Volt. Und außerdem nicht fehlen darf natürlich hier der Handgriff, denn ansonsten kann man dieses Teil recht schwierig bewältigen. Und genau das würde ich sagen, schauen wir uns nun einmal im Detail an. Dazu hier also die Waage. Mit Akkuschrauber und Handgriff landen wir hier bei ca. 2580 Gramm. Ihr seht also, nicht leicht, aber auf jeden Fall akzeptabel. Wie bekannt wird der Akkuschrauber dabei hauptsächlich durch diesen Handgriff hier gehalten, geführt und bedient, wobei die Bedienelemente selbst ebenfalls sehr gut erreichbar sind. Die eigentlichen Bedienelemente wurden dabei natürlich nicht neu erfunden, sondern einfach von den vorhandenen Akkuschraubern übernommen, wie zum Beispiel vom DHP484. Diesen habe ich auch schon einmal ausführlich vorgestellt und getestet. Falls du dieses Video noch nicht gesehen hast, dann schau es dir auf jeden Fall an. Ich werde es dir gleich einmal hier oben rechts auf der Infokarte verlinken. Dies heißt, die Bedienelemente sind also wirklich alle sehr angenehm und leichtgängig, wie wir es auch von anderen Maschinen gewohnt sind. Sprich, wir haben hier keine spitzen Kanten, keinen Haken oder dergleichen, sowohl beim rechts-links Lauf als auch bei der Drehzahlregulierung. Machen wir weiter am Fuß der Maschine. Auch hier gibt es eigentlich, wie ersichtlich, nicht mehr unbedingt viel zu sehen. Bedeutet, wir haben ganz unten natürlich den Akku hier als Standfuß. In diesem Sinne, es ist ein 18 Volt Akkuschrauber. Bedeutet, wir können hier nur unsere 18 Volt Akkus von Makita verwenden. In diesem Fall hier der schön große 5 Amperestunden, denn wir möchten natürlich die maximale Power hier aus dem Akkuschrauber rausholen. Und wie bekannt geben die 5 Amperestunden Akkus die maximale Power. Die 6er sind in diesem Sinne, also so habe ich gehört, wieder etwas schwächer, denn sie verwenden hier etwas nicht so leistungsstarke Zellen. Also wer die maximale Power rausholen möchte, der muss hier die 5 Amperestunden Akkus verwenden. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Brushless Logos. Hier oben befindet sich gleich mal gar nichts. Hier ist komplett gummiert und an der Seite natürlich hier die beiden Vorrichtungen für den Gürtelclip bzw. den Bithalter. Also ebenfalls hinsichtlich der maximalen Drehzahl im zweiten Gang von soliden 2100 Umdrehungen meiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Ansonsten, was gibt es hier in diesem Bereich noch zu sehen? Ganz klar einmal hier die verbaute Doppel-LED, ausreichend hell, wie man hier sehr schön erkennen kann und natürlich mit Nachklimmfunktion. Bedeutet, wenn ich hier einmal den Akkuschrauber betätige und loslasse, leuchtet die LED natürlich noch weiter nach. Und wie ersichtlich auch auf den Arbeitsort ausgerichtet, ist diese meiner Meinung nach ziemlich gut. In diesem Fall also nun einmal hier ganz kurz das Licht aus und wir schauen uns die LED hier im, naja, Dunkeln kann man das eigentlich nicht nennen, im Halbdunkeln an. Dazu einmal hier den Akkuschrauber kurz aktivieren. Und wie ersichtlich, die Doppel-LED ist wirklich sehr, sehr schön hell. Also hiermit ist der Arbeitsbereich auf jeden Fall gut ausgeleuchtet. Eine Akkustandsanzeige gibt es also so am Gerät nicht mehr. Wer hier den Akkustand abfragen möchte, der kann dies natürlich auch über den Akku tun. Bedeutet einmal umdrehen und wir haben hier die 4 Indikator-LEDs vom Akku selbst. So, würde ich sagen, gehen wir also nun zum letzten Part des Akkuschraubers, eigentlich dem wichtigsten, und zwar dem Herzstück, sprich dem Getriebe, dem Bohrfutter und natürlich dem Motor. Wer hätte es gedacht, der Makita DDF486 besitzt äußerlich eigentlich kaum sichtbar einen Brushless Motor, denn ansonsten wäre hier diese Maximalleistung in diesem kleinen Format gar nicht möglich. Ja, ich weiß, wir haben hier nur die DDF-Variante, also den normalen Bohrschrauber ohne die Schlagbohrfunktion. Dadurch ist der Akkuschrauber natürlich etwas kürzer, aber auch hier einmal ganz kurz nachgemessen. Von Anfang Bohrfutter bis Ende Akkuschrauber haben wir hier
ca. 180 mm und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ziemlich angenehm. Der ist weiterhin, wie auch schon von außen ersichtlich, wir haben hier eine Zweigang-Vollmetall-Planetengetriebe, bedeutet entsprechend robust, denn es muss natürlich auch diese Leistung hier abkönnen. Von Makita ist dieser Akkuschrauber nämlich angegeben mit einem Drehmoment im harten Schraubfall von soliden 130 Newtonmeter und im weichen Schraubfall von immerhin 65 Newtonmeter, was im Vergleich zum Vorgänger auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung ist. Was dies jedoch in der Praxis bedeutet, das werden wir dann gleich noch einmal im Test sehen, aber nun würde ich sagen, schauen wir uns erst einmal den restlichen Akkuschrauber an. Noch einmal ganz kurz wiederholt, dieser Akkuschrauber schafft solide 130 Newtonmeter im harten Schraubfall und damit wir diese Arbeiten dann auch entsprechend ohne Frakturen oder dergleichen überstehen können, gibt es von Makita ganz klar einen zweiten Handgriff, durch welchen wir den Akkuschrauber entsprechend stabilisieren und halten können. Beim genaueren Hinschauen sieht man auch hier hinsichtlich des zusätzlichen Handgriffs hat sich nicht unbedingt viel geändert. Bedeutet, der Handgriff selbst ist auch hier wie zuvor gummiert und dadurch entsprechend schön rutschfest. Hier vorne die Fassung ebenfalls identisch, auch von der Form scheint sich hier nichts geändert zu haben. Lediglich hinsichtlich der Länge würde ich sagen, ist der neue Handgriff hier etwas kürzer, aber dies wird dann entsprechend der direkte Vergleich mit dem DHP 481 zeigen. Heißt also, genauso wie beim Vorgänger einmal hier den Handgriff nach links drehen, um die Fassung zu öffnen, dann entsprechend hier vorne über das Bohrfutter auf das Getriebe draufstecken und einfach wieder festziehen. Und damit ist dann hier der zusätzliche Handgriff auch fest montiert. Was mir jedoch noch aufgefallen ist, wenn wir einmal in diese Ecke schauen, ist, genau, wir haben hier drei kleine Löcher, aber mehr auch nicht. Denn normalerweise hier eine kleine Stellschraube und hier würde entsprechend der Tiefenanschlag durchgehen. Aber wie wir gesehen haben, aus dem Lieferumfang gibt es diesbezüglich auch nichts dazu. Auch das kleinteilige Zubehör bestätigt dies, denn wir haben hier lediglich zwei Bits, zwei kleine Schrauben, einmal für den Bithalter als auch für den Gürtelclip. Und wenn wir noch einmal genauer hinschauen, auch hier ist kein Gewinde vorhanden, bedeutet für den gesamten Akkuschrauber, beziehungsweise eher gesagt für den Handgriff, ist gar kein Tiefenanschlag vorgesehen. Diese Aussage muss ich leider noch einmal etwas relativieren, denn wenn wir hier einmal genauer reinschauen, sehen wir hier eine Aussparung für eine normale Sechskantmutter. Bedeutet, hier wäre dann entsprechend das Gewinde. Trotzdem, eine kleine Schraube zum Festziehen bzw. den tiefen Anschlag gab es, wie gesagt, bei mir nicht dazu. Nichtsdestotrotz fahren wir fort hier vorne und zwar bei der Drehmomenteinstellung. Wie man erkennen kann, in diesem Fall eine normale mechanische und keine elektrische, wie zum Beispiel bei dem 40 Volt Akkuschrauber von Makita. Falls du dieses Video noch nicht gesehen hast, ich werde es dir einmal hier oben rechts verlinken. Ansonsten haben wir hier insgesamt 21 Drehmomentstufen plus dann natürlich eine Bohrstufe. Das Ganze, wie man erkennen kann, wirklich schön leichtgängig, bedeutet, ich kann hier das Drehmoment problemlos mit zwei Fingern einstellen und auch von der Griffigkeit her, würde ich sagen, geht es auf jeden Fall in Ordnung. Und nun ganz vorne angekommen, natürlich das Bohrfutter des Akkuschraubers. Wie man erkennen kann, wir haben hier ein schön hochwertiges Metallbohrfutter mit entsprechender Rändelung für mehr Grip. Ansonsten auch hier mit einer Sicherung zum Festziehen. Und insgesamt kann dieses Bohrfutter Bohrer bis zu 13 mm fassen. Ihr seht also, der neue DDF486 von Makita macht meiner Meinung nach eigentlich eine relativ gute Figur. Ganz klar, auch hier gibt es ein paar Sachen, die von außen so nicht ersichtlich sind, wie zum Beispiel das XPT. Bedeutet, diese Variante ist von Makita auch gegen Spritzwasser geschützt. Aber ansonsten eigentlich hat sich nicht allzu viel geändert im Vergleich zur vorherigen, außer die Leistung. Und genau die, würde ich sagen, werden wir nun einmal ausführlich austesten. Dazu, wie gesagt, die 12x600er Schrauben. Mal sehen, ob er diese nun im Praxistest versenken kann. Also los geht's mit dem Praxistest. So, schauen wir uns also nun den neuesten Elite-Akkuschrauber von Makita einmal in der Praxis an und zwar den DDF486. Angefangen hier einmal mit ein paar Flachfräsbohrern, um mit dem Akkuschrauber ein bisschen warm zu werden. Unten dran natürlich der große 5 Ampere-Stunden Akku frisch aus dem Ladegerät für die maximale Power. Und wie man erkennen kann, hier natürlich im zweiten Gang für die maximale Drehzahl. Bedeutet, wir haben hier mit dem 18 mm Bohrer kein Problem. Ganz ehrlich, andere Resultate hätte ich auch nicht erwartet. Genauso auch 25 mm, der Bohrfortschritt ist hier Wahnsinn. Also innerhalb weniger Sekunden ist das Loch auch hier gebohrt. Ganz klar, Voraussetzung beim Bohren, man sollte sich in der Bohrstufe befinden. Also das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und wie man erkennen kann, auch hier sind die Resultate wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Also 25 mm für den Akkuschrauber hier, kein Problem, deswegen gehen wir weiter auf 32 mm, dem größten Flachfräsbohrer hier im Test. Ihr seht, die Holzspäne fliegen nur so, also hier genau das gleiche. 32 mm ist für diesen Akkuschrauber kein Problem. Wahnsinn. Nicht schlecht, deswegen würde ich sagen, über zur nächsten Disziplin, und zwar hier den Forstner Bohrern. Angefangen einmal mit dem kleinen, auch hier 30 mm. Ich denke, sollte für diesen Akkuschrauber kein Problem darstellen. Und genauso sieht es auch aus. Der Bohrfortschritt ist ebenfalls sehr, sehr ordentlich. Und hier ist der komplette Forstner Bohrer schon versenkt. Nicht schlecht. Aber nun kommt der Extremtest, und zwar hier mit einem schönen 65 mm Forstner Bohrer mit einer Bohrspitze, die sich automatisch reinzieht. Im ersten Gang volle Drehzahl. Und ihr seht, hier hat er doch schon zu kämpfen. Also wirklich, hier hat er richtig zu kämpfen gehabt, aber trotzdem kein Problem. 65 mm an Forstner Bohrern hier ganz locker versenkt. Kommen wir also nun zum Extremtest, und zwar hier mit den schönen Spackschrauben Vollgewinde. Fangen wir einmal ganz einfach an, und zwar mit 10x300 mm natürlich im ersten Gang. Für den Akkuschrauber kein Problem, also hier ganz easy versenkt. Hätte ich auch nichts anderes erwartet, deswegen machen wir weiter mit 10x400 mm. Und auch hier sieht das Ganze ziemlich gut aus, ohne Murren, die 10x400 mm Schraube versenkt. Also ich glaube, da kann man nicht meckern, deswegen gehen wir weiter zu den 12ern, und zwar angefangen hier mit 12x400 mm. Leute, jetzt bin ich gespannt, ob er diese Schrauben hier noch versenkt bekommt. Natürlich auch hier noch im ersten Gang. Maximale Drehzahl und maximale Power werden hier nun abgerufen, und ihr seht es, die Schraube sehr, sehr zügig versenkt. 12x500 mm. Jetzt geht's los, die vorletzte Schraube im Extremtest, und ihr seht auch hier, der Fortschritt ist Wahnsinn. 12x500 mm versenkt, als wäre hier der Holzblock aus Butter. Also wirklich extreme Leistung bringt dieses Teil hier auf. Und last but not least, 12x600 mm, Freunde. Ich bin wirklich gespannt, ob er hier die Schraube versenken kann. Wie gesagt, wir haben hier ein weiches Drehmoment von 65 Newtonmetern. Das ist wirklich ordentlich. Aber 12x600 mm ist schon eine Hausnummer. Trotzdem, hier ist der Beweis, er konnte die Schraube problemlos versenken. Vom Gefühl her muss ich sagen, ein kleines bisschen schwerer, und hier wäre der Überlastungsschutz gekommen. Aber trotzdem ist nicht passiert, also 12x600 mm im ersten Gang mit vollem Akku, 5 Amperestunden, ist auf jeden Fall problemlos möglich. Und damit würde ich sagen, kitzeln wir doch einmal hier die Maximalleistung aus, und zwar im Gang Nummer 2. Noch im Anfang hier mit den kleineren Schrauben, 12x200 mm. Mal sehen, ob er diese Schraube im zweiten Gang versenken kann. Ich bezweifle es, denn wir haben hier schon eine relativ hohe Drehzahl. Das sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber wie man gesehen hat, er konnte sie nicht komplett versenken, war zu erwarten. Noch einmal hier die etwas größere. Auch hier dürften die Resultate ähnlich aussehen. Obwohl auch hier die Schraube doch schon relativ ordentlich versenken konnte. Also ich würde sagen, nicht schlecht. Auf jeden Fall ziemlich angenehme Resultate. Damit aber nun alle Schrauben wieder raus. Hier natürlich auch im ersten Gang mit dem gleichen Akku. Also diesen habe ich nicht noch einmal nachgeladen. Ich denke, sollte aber für den Akkuschrauber mit 65 Newtonmeter kein Problem darstellen. Denn wie wir gesehen haben, er hat ja sogar die 12x600 mm hier relativ zügig versenkt, ohne auch nur einen Mucks von sich zu geben, keinen Überlastungsschutz oder dergleichen. Also von der Leistung her macht dieser Akkuschrauber auf jeden Fall ziemlich was her. Genauso gut bezogen auf die Leistung ist diese Variante meines Erachtens nach aber auch ziemlich kompakt. Bedeutet, wenn man hier dann mal kleinere Schrauben versenken möchte, wo eventuell nicht so viel Platz ist, ist es mit diesem Akkuschrauber auch möglich. Aber ganz klar, er ist natürlich hier den größeren Aufgaben gewidmet. Ziemlich praktisch, außerdem beim Bohren, denn wie wir gesehen haben, aufgrund der hohen Drehzahl von ca. 2100 Umdrehungen in der Minute im Leerlauf sind die Löcher hier wirklich ziemlich zügig gebohrt, auch im zweiten Gang. Also die Flachfräsbohrer von 35 oder 32 mm waren es hier wirklich innerhalb weniger Sekunden durch den kompletten Block durch. Nach dem Test war der Akkuschrauber ebenfalls nur minimal warm, bedeutet auch hier von der Wärmeabführung ziemlich gut gelöst, und was sagt der Akku, auch hier ist nur ein Balken weg.
Also zum Fazit würde ich auf jeden Fall sagen, das Teil ist mit Sicherheit ein Monster. Wie wir gesehen haben im Test, er konnte problemlos alle Schrauben versenken. Ganz klar, vergleichbar mit den 40 Volt Akkuschraubern von Makita ist er jetzt nicht. Aber trotzdem, er ist der neueste, stärkste Akkuschrauber hier von Makita in der 18 Volt Klasse. Und diese Position hat er auf jeden Fall hier verteidigt. Also insofern du ebenfalls diese Meinung teilst, dann zeig es gerne mit einem kräftigen Daumen nach oben und natürlich, falls dir das Video gefallen hat, wie gesagt, außerdem, falls noch nicht geschehen, dann auf jeden Fall diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise dieses Akkuschraubers findest du wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für deine Unterstützung, wünsche ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.